Herzlich willkommen zurück zu The Outer World. Ja, heute vielleicht ohne Gebell im Hintergrund. Ich hoffe, die Bauarbeiter schlafen jetzt alle schön und mein Hund kann auch schlafen. Und ja, ich wollte mit VK Max noch mal ein bisschen sprechen. I could spend hours reflecting on the secret workings of the universe. Little else in this colony offers such a relaxing pastime. So, tell me what's on your mind. I excel at confessional listening. Ich würde gerne etwas über meine Mitfliegenden erfahren. Was ist deine Geschichte? Nothing too out of the ordinary. Just your run-of-the-mill vicar with a violently enthusiastic disposition. Brutal enthusiastisches Temperament? That's what my parents called it. I grew up in a pit of a town, much like Edgewater. I was destined to be a laborer like my parents, but I was infected early with a need to solve the equation. My passion didn't sit well with them. Wieso warst du so passioniert? My parents, ironically. They internalized the precepts of scientism like no one I've ever known. They had a pure faith. A faith that brought joy to them regardless of the situation. I envied that. I wanted that peace. I thought if I became a vicar, I could find it. Or at the very least, find out why I lacked it. Aber waren sie nicht wenigstens stolz, als du Vikar geworden bist? They thought I was fighting the plan, should have accepted my lot. Some people pursue the clergy for power, prestige, but that was not me. Wenn du nichts tun kannst, als dem Plan zu folgen, dann ist alles, was du tust, Teil davon, richtig? The plan is not one rigid path. There are a variety of multitudes contained within it. Our paths have variants, but we'll end up adhering to it, whether we like it or not. Some choices make the path smoother, some rougher. You can even go outside the lines, but the further outside you go, it's like an unbreakable elastic band. It will only stretch so far before it snaps back. The further it is stretched, the more violent the eventual correction. Ziemlich vertrauensselig von dir, dich einfach zu verpflichten, ohne etwas über mich zu wissen. I have run headlong into too many walls in my pursuit of the truth. This book is my last hope, and you were my only hope of getting it translated. Was, wenn das Buch nicht die Antworten enthält, nach denen du suchst? I honestly don't know what I'd do. This quest has consumed me for the better part of my life. I fear there's nothing else left to me. What about you? What's your story? Ich war Kolonist auf der Hope. Ein Wissenschaftler namens Wells hat mich gerettet. And how did he do that? Wo soll ich das wissen? Ich war zu dem Zeitpunkt eingefroren. Well, you do seem different than every other colonist. Let's pretend for the moment I believe you. What are you going to do now? Tja, das ist eine gute Frage. Ich helfe ihm, die Chemikalien zu besorgen, die er braucht, um den Rest der Kolonisten zu retten. That seems a dangerous proposition. Why risk your life now that it's been returned to you? Tja, wir hatten bestimmt Freunde auf der Hope, ja. Meine Freunde sind auf der Hope. Oh, I see. You have my condolences. Erzähl mir nochmal von dem Buch, das wir geholt haben und das auf Französisch geschrieben ist. Bocconeau, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. Was war gleich nochmal deine Meinung zu den Philosophisten? Philosophism is a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of the philosophist perversion of Bocconeau's thoughts came more than a century after his death. Irgendeine Idee, wo wir in dieser Kolonie jemanden finden können, der Französisch spricht? I've been thinking on that. There's a former infamous philosopher scholar who fled Terra 2 some years ago. He's an expert on Bocconeau. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale.
If anyone in this colony could translate that book, it would be him. Im Ernst, nur eine einzige Person in dieser ganzen Kolonie, die Französisch übersetzen kann? The only one I'm aware of. I suppose we could always just ask random passers-by if they are fluent in it. Das klingt nach einer guten Idee. Can't believe my desperation has led me to you. Well, I just remembered there actually is a list like that. The Groundbreaker has access to it. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. Wie kommt es, dass ein einfacher Vikar so ein hochbegabter Hacker ist? Before I transferred to Edgewater, I had a wealth of time to develop certain secular skills during my years serving a particular penitentiary flock. I meditated, led sermons, provided guidance to the inmates as needed, of course. I also played prison yard tossball and taught myself a bit about computronic security systems. Wie kann uns eine Passagierliste dabei helfen, deinen Gelehrtenfreund ausfindig zu machen? I'll comb the last 6 months of departure manifest to track the philosophist's off-world destination. Ja, klingt gut. Brechen wir auf. Thank you, Captain. Okay, dann haben wir noch eine Mission bekommen. Yes, you caught me ruminating again. Guilty as charged. What's occupying your thoughts? So, wir haben noch... Reden wir doch über diese Sache. Du weißt schon, diese Sache mit der Sache, die du machen willst. Of course. Are you ready to break into security on the Groundbreaker? Das ist der Plan. As always, I am at your disposal. So, dann. What's occupying your thoughts? Eins hatten wir, glaube ich, noch. Ach so, nee. Gut, dann folgt er uns jetzt. Sehe ich das richtig? Nee. I think you did the rightest thing you could, sending the power back to Edgewater. A lot of people would have suffered otherwise. People I care for. Even if they ain't care much for me. Thomas scheint dich ja echt gern gehabt zu haben. He's just interested in fixing stuff. He always used to follow me around, asking me to explain what I was doing. Like a puppy, kinda. Er hat definitiv nicht mit seinem Schraubenschlüssel gedacht. Thomas always listened to me. Never said I was odd, never tried to... I just want to think of him like that. Gut, dann machen wir uns mal an die Arbeit. Gut. Eigentlich wäre es mir ganz lieb, wenn er mir dann jetzt hinterherlaufen würde. Aber das macht sie noch. Kann ich irgendwie sagen, hier... Ich würde eigentlich gerne, dass er uns mal begleitet. Mal gucken, was er da noch so hat. Ich möchte, dass du auf dem Schiff auf mich wartest. Will do, Captain. I'll keep an eye on her. In the meantime, take care of yourself out here. Oder können wir zwei Gefährten mitnehmen? I find myself marveling. Irgendwie ist das gerade ein bisschen komisch. Wir werden ja sehen, wer uns folgt. Wir werden jetzt erstmal wieder mit Ada reden. Welcome back, Captain. All systems are now operating within acceptable parameters. Shall I take our ship into orbit? Lass uns von hier verschwinden. Ja, wir fliegen weg, wir fliegen weg. Vielleicht. Und tschüss. We have received a communication request from Dr. Phidias Wells. Gut, ich habe schon auf eine Nachricht von ihm gewartet. Aha, there you are. Hail and hearty and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there.
Experiencing any unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Mir ist ein bisschen schwindelig, außerdem kann ich die Zeit verlangsamen. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kulkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Oder ich könnte ein paar Lichtjahre zwischen mich und Herzchen bringen. Without a skip drive? Good luck. You'll be dead before you make it to the nearest star. Look, I admire your optimism, but the sad truth is you're stuck here. You, me, and the rest of this colony. We're all skating precariously around the edge of oblivion together. None of us are leaving Halcyon alive, so we may as well make it a better place, and we can start by reviving the Hope. Du hast erwähnt, dass ich einen Navigationsschlüssel bräuchte, um auf Monarch zu landen. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, you know, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Kulkelly. Aha, die Schwarzmarkthändlerin. Gladys and I have been doing business for years. Her smuggling credentials are unimpeachable. If anyone can get you a key to Monarch, it's her. In Ordnung, dann rede ich mal mit dieser Gladys. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design. Cutting-edge technology, years ahead of its time. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the Captain's quarters. Du willst, dass ich einen Mantel trage? Wrong matter of shroud, my slow-witted accomplice. This is, how to put it simply, a device that makes you look different, sound different. Briefly. The device has its limits, but it will allow you to blend in perfectly, and probably won't jeopardize your ability to have children. Will it? No, definitely not. Probably, yes. Very simply, the holographic shroud uses biometric information contained on standard identity cartridges to generate a holographic projection around you. Und darauf fällt tatsächlich jemand rein? Ich weiß ja nicht. The beauty is, they don't expect it. The shroud is the only one of its kind. We humans have a tendency to overlook the unexpected. Activate the disguise, walk past someone. What do they see? A figure dressed like a fellow employee. Don't act odd, they won't focus on you. Dafür finde ich bestimmt eine gute Verwendung. Danke. Excellent. I'll contact you once you found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Verstanden. Gut. Navigationsterminal. Aber wir gehen natürlich erstmal ins Quartier des Captains. Ach, jetzt stehen sie hier alle irgendwie rum. Das ist gut. Werkbank benutzen. Nö.
Wo ist denn das Quartier des Kapitäns? Das müsste hier oben sein. Ah. Edgewater Schild. Adelaides Deserteure träumten von einem Leben in Unabhängigkeit, ohne vom Vorstand kontrolliert zu werden. Du hast ihnen eine wichtige Lektion erteilt. Niemals träumen. Make yourself at home, Captain. Und hier ist der Holomantel. Der Holomantel projiziert eine Verkleidung, die dir und deinen Begleitern Zugang auf Sperrgebiete gibt, sofern du dafür über ein passendes Ausweismodul verfügst. Sperrgebiete sind ansonsten für nicht autorisierte Personen nicht zu betreten. Zur Wiederhandlung wird mit Waffengewalt vergolten. Da können wir so ein bisschen mit schleichen. Nachrichten für Alex Hawthorne. Ungelesene Nachricht von Bedford. Oh, ich habe bei meiner letzten Nachricht noch etwas vergessen. Ich schussel. Ich schicke dir noch eine Kopie meiner Lieblingsserie, die Weltraumabenteuer von Singularity Steel. Da geht es um einen verwegenden Weltraumpiraten mit einem Herz aus, naja, Stahl. Der Vorstand hat sie nicht wirklich abgesegnet, also zeig sie besser nicht deinen Space-Kumpels. Sie wird dir hoffentlich auf deinem Weg zum nächsten Abenteuer ein paar schöne Stunden bescheren. Ähnlichkeiten mit einer gewissen Person sind absolut gewollt. Oder? Schon mehr Nachrichten? Ja, hier. Archivierte Nachrichten. Ungelesen. Hat man nicht noch was? Nee. Nachrichten. Archivierte Nachrichten von Bedford. Liebster Alex, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr es mich freut, endlich von dir zu hören. Deine Nachricht war zum Totlachen. Ich bin entzückt ob deines fabelhaften Sinns für Humor und deiner herrlichen Späße. Ich hoffe doch, dass dich dein Terminal in der näheren Zukunft nicht im Stich lassen wird. Ich habe übrigens die Kommunikationskanäle der Groundbreaker abgehört, um an die neuesten Infos zu gelangen, und habe dabei mitbekommen, dass du nicht auf dem Landeplatz von Edgewater gelandet bist, sondern mitten in der Wildnis. Du derber Individualist, du. Ich kann nur hoffen, dass dieser Idiot Thompson dir keinen Ärger gemacht hat. Wie dem auch sei, dein Treffen auf Terra 2 wird sich hoffentlich als ertragreich herausstellen. Ich freue mich schon, regelmäßiger von dir zu hören. Dein bester Freund Udam. Alex, ich weiß jetzt nicht, wo du aufgewachsen bist, aber ich tippe mal darauf, dass es eine Scheune gewesen sein könnte. Denn jeder, der auch nur einen Funken Anstand besitzt, würde wissen, dass es unverzeihlich unhöflich ist, die begeisterten, aufrichtigen Nachrichten eines Freundes so zu ignorieren. Mit bestem Grüßen, Udam. PS, bitte antworte. Lieber Alex, hallihallo, ich hoffe, es geht dir gut. Es war mir eine Freude, dich letzte Woche mal wieder in meinem Büro begrüßen zu dürfen. Das mit der erneuten Beschlagnahmung und dem ganzen Chaos tut mir furchtbar leid. Wie konnte das denn nur ein zweites Mal passieren? Diese Terminals heutzutage, furchtbar. So unzuverlässig. Haha, so wie dein Schiff. Ich hoffe, du hast über die Sache nachgedacht, über die wir geredet haben. Du weißt schon, wegen dieses Wells-Typen. Ich will dich wirklich nicht drängen, aber ich habe dieses komische Gefühl, dass du ihn wirklich kennst. Und wenn du mir einfach sagen könntest, wo er sich denn aufhält, nun, das würde unserer Freundschaft doch wirklich zugutekommen, nicht wahr? Ich freue mich schon, dich bald wiederzusehen, Wingman. Dein liebster Freund, Udam. Lieber Alex, hallo, ich bin es, Udam, Udam Bedford. Wir haben uns kennengelernt, als ich dein Schiff aus Versehen beschlagnahmen ließ, weißt du noch? Meine dummen, dicken Finger hatten mich mal wieder in Verlegenheit gebracht. Ich hoffe, dir sind dadurch keine zu großen Unannehmlichkeiten entstanden. Für mich war unsere Zusammenarbeit eine echte Freude. Und ich bin dir so dankbar, dass du davon abgesehen hast, mich zu erwürgen. Du bist ein wahrer Gentleman. Solltest du dich jemals wieder im Luftraum der Groundbreaker befinden, naja, im Weltraum wohl eher, haha, dann schau doch mal vorbei. Ich würde mich freuen, in der Lost Hope gibt es ein Spektrum Wodka. Vielleicht könnten wir uns ja durch alle Farben durchprobieren. Uns nochmal so richtig die Kante geben. Gib mir Bescheid, dein neuer Freund Judah. So, haben wir hier noch gesendete Nachrichten an Bedford. Kein Grund, gleich rumzuschreien. Mein Terminal war kaputt. Hab wohl zu viel gesoffen und es versehentlich runtergeschmissen. Weißt ja, wie das ist. Manchmal muss man einfach mal abgehen. Egal. Ich sag dir nicht, wo Wells ist, also spar dir die Mühe. Gib mir den Drink in der Lost Hope aus, wenn ich das nächste Mal da bin. Dann verzeih ich dir vielleicht. So, Protokolle. Schrumpfstrahler. Notiz an mich, nicht vergessen, nein, noch besser. Ada, erinnere mich wöchentlich an dieses Protokoll, bis ich dich bitte, es zu unterlassen, ja? Damit meine ich fortlaufend. Nein, Ada, nicht, wenn ich tot bin. Was ist das für eine dämliche Frage? Wie dem auch sei, ich habe mit eigenen Augen eine beeindruckend mächtige Waffe in Wells Labor gesehen. Die könnte ich mir einstecken, wenn der alte Kauz mal wegschaut oder sie vielleicht einfach vergisst. Vielleicht müsste ich auch bloß ein wenig netter fragen. Er nennt sie einen Schrumpfstrahler, aber er hat mich nicht testen lassen.
nachdem ich etwas ungehalten wurde. Er sagte, er habe sich von den Erfolgen anderer Wissenschaftler inspirieren lassen, die die Grenzen des menschlichen Wissens und der ethischen Maßstäbe vor ihm gesprengt haben. Ich habe Gerüchte von derart sagenumwobenen Waffen gehört, Waffen, deren Möglichkeiten sich jenseits des Verstandes und der Wissenschaft erstrecken, doch ich habe nie geglaubt, dass es sie wirklich gibt. Nachdem ich aber Wells Schrumpfstrahler mit eigenen Augen gesehen habe, muss ich mich fragen, ob nicht doch vielleicht mehr dahinter steckt. Mehr Geld. Nummer 2. Hammerhart. Das letzte Mal, dass ich mich richtig besoffen, ich meine ein paar Drinks in der Lost Hope auf der Groundbreaker genossen habe, okay, Judam war sehr großzügig mit den Getränken, er scheint in Ordnung zu sein, habe ich ein paar Mardens über irgendeinen irren Wissenschaftler schwadronieren hören, der vor ein paar Jahren behauptet haben soll, eine gewaltige Entdeckung gemacht zu haben, die die gesamte Kolonie auf den Kopf stellen könnte. Die alte Leier eben. Aber hier kommt der gute Teil. Den Mardens zufolge hat der gute Wissenschaftler die ganze Zeit über von der Macht des Hammers oder so etwas gesprochen. Eine obskure, von einem wahnsinnigen Wissenschaftler erfundene Waffe mit einer geheimen Kraft? Das kommt mir bekannt vor. Es könnte eine weitere der Waffen sein, die Wells inspiriert haben. Und Nummer 3, die Spur führt zum Schwarzmarkt. Warum gibt Wells mir nicht einfach den Schrumpfstrahler? Möge er auf alle Zeit im Labyrinth auf Tartarus versauern. Ich möchte anmerken, dass ich mich bei ihm für meinen Ausbruch entschuldigt habe. Meine 5 Ausbrüche. Aber beim Architekten nochmal, die Waffe liegt nur da rum und setzt Staub an. Ich hätte sie einfach nehmen und mich bei ihm bedanken sollen, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen oder teure Geräte zu zertrümmern, als er mir sagte, sie sei noch nicht bereit und selbst wenn sie es wäre, würde er sie meinesgleichen nicht anvertrauen. Was soll das überhaupt bedeuten? Bin ich nicht vertrauenswürdig genug? Glaubt er, ich würde all die aufrechten und fleißigen Kolonisten einfach ausmerzen wie so ein kompletter Psychopath? Ich gebe zu, fragwürdige Kontakte zu pflegen, aber ich folge meinem ganz eigenen strikten Code. Was gibt es daran nicht zu respektieren? Nichts, genau. Jetzt muss ich warten, bis Wells die Waffe vergisst oder glaubt, sie verlegt zu haben. In der Zwischenzeit spüre ich weiteren Gerüchten über diese sogenannten Wissenschaftswaffen in ganz Halcyon nach. Wenn die Gerüchte stimmen, führt meine Spur zu den Schwarzmarkthändlern auf der Groundbreaker und in Fallbrook. Interessant. Wissenschaftswaffen. Was haben wir hier noch? Wächtersäbel. Gut, dann hätten wir das. Hier haben wir einen wunderschönen Blick in den Weltraum. Guck nochmal hier oben, ob jetzt die Türen offen sind. Ah, und hier ist der Roboter, den ich letztes Mal übersehen habe. Im ersten Run. Wie konnte ich den übersehen? Die Robotereinheit antwortet nicht. Die auf dem Gehäuse verzeichnete Seriennummer enthält die Buchstaben Sam. Dann, also wir gucken hier nochmal rein. Hier sind die Mannschaftsquartiere. Doktrinstudien 539 von Gerechtigkeit und Gleichungen. Diese Lehrbücher sind seit mindestens einem halben Jahrhundert vergriffen. Die Ränder sind voll von handgekritzelten Notizen und etliche Passagen wurden unterstrichen. Die Klebebindung hat die Zeit nicht gut überstanden. Einige Seiten sind lose und der Buchrücken bricht langsam auseinander. Das Tagebuch von Maximilian de Soto, Band 1. Die Kritzeleien dieser Tagebuchseiten sind völlig unleserlich für die alle, die nicht wie Karl Maximilian de Soto heißen. Oh, Illusion. Die nehmen wir doch. Index der verbotenen Schriften. Teil 1. Verschiedene Abwägungen zur Qualifikation. Teil 2. Grundlegende Regeln restriktiver Verwaltung. Teil 3. Ethik und Maximen des Verbots unethischer Literatur. Teil 4. Beweis des gelobten Architekten und Vorherbestimmung. Eine Ablehnung eben jener Werke. Teil 5. Konsequenzen der Geist und der Wille des verführten Menschen. Teil 6. Offizielle Liste verbotener Werke. Teil 7. Voraussetzungen für die Betreibung von Ermittlung, Denunziation und Bestrafung von Zuwiderhandelnden. Wurfball-Sammelkarten neuwertig. Die meisten Karten stellen die Spieler des Hephaestos, Hammers und der Tilebackers dar. Kunst und Wissenschaft des Wurfball. Kann man nicht aus der Hand legen. Orden des wissenschaftlichen Diskurses literarischer Abteilung. Diese Empfehlung wurde akzeptiert. Anticlear's Darling, signiert durch Seymour Whistlock, der den Rekord für die meisten Todesfälle auf dem Spielfeld für 3 Saisons in Folge hielt. Okay. Gut, der Vicar. Sich das hier ja schön eingerichtet. Hier ist noch leer. Alter Säbel, was dich nicht umbringt, gibt dir Tetanus. Ja. Hier ist auch noch leer. Den Kühlschrank können wir mal plündern.
Okay. Ach, was ist hier noch? Ach ja, die Toiletten. Na gut, dann... Au. Ach, Fallschaden, wie schön. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Was weißt du über die Robotereinheit, die in der Abstellkammer verstaubt? The unit is a cleaning Sam. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it. But I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify Sam. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for Sam to properly operate. Hab ich da nicht schon? I'll be here. Das heißt, wir müssen einmal wieder ins Terminal gucken. Schauen wir nochmal ins Terminal. Suchbegriff Sam. Erstes Ergebnis zu Sam lesen. Denk dran. Du hast bei deinem letzten Job einen ausrangierten Reinigungs- und Wartungsroboter auf dem Schrottplatz in Emerald Vale gefunden. Es sollte kein großes Problem sein, den wieder in Betrieb zu nehmen. Mit ein paar wenigen, aber bedeutenden Modifikationen kann ich mir sogar eine kampffähige Variante vorstellen. Man könnte quasi von einer höchst effizienten Säuberungsmaschine sprechen. Das könnte lustig werden. Zweites Ergebnis zu Sam. Entfernung des Werksteils Seifenreiniger erfolgreich. Lieferung des für den Kampf modifizierten Ersatzteils Säurereiniger verzögert. Projektverzug jetzt auf 3 Monate geschätzt. Naja, ich habe ja sonst nichts Wichtiges zu tun. Oh halt, stimmt ja gar nicht. Huch, Moment. Ich glaube, die Lieferung kommt nicht mehr. Das Teil ist im Transit verloren gegangen und wird sobald nicht hier eintreffen. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Ich habe von einem Typen gehört, der ein Mädel kennt, die den Händler kennt. Der weiß, wo ich einen Säurereiniger mitgehen lassen kann. Und der mir für die Info viel zu viel Kohle abgeknöpft hat. Das Teil wurde an eine alte Lagereinrichtung in Roseway geschickt. Wer hätte gedacht, dass ich mal in das Drecksloch zurückkehre? Zum Glück ist Auntie Cleo schon seit Jahren daraus. Ich hole es mir nach dem nächsten erneuten Halt in Emerald Vale. Wells will, dass ich irgendeine wichtige Person begleite. Details folgen später. Okay, dann hätten wir das also auch geklärt. Dann haben wir ja schon wieder einige Missionen. Hier im Tagebuch. Hauptauftrag. Da wäre es ja sicherlich dann interessant, das nach Ort Region zu machen. Groundbreaker und Weltraum. Okay. Und jetzt haben wir ein bisschen was Neues. Und... Der WK hat hier eine Schrotflinte und einen Teleskopstab. Interessant. Ach ja, und den müssen wir auch noch aufsteigen lassen. Der kriegt auf jeden Fall auch das. Ja. Sicher ist sicher. Und er kann hier 10 Hecken dazu kriegen und 20% Dialog-Kampfeffekt-Dauer. Die Frage ist ja auch, was der so für Werte eigentlich hat. Irgendwo sehen. Einschüchtern, Hacken und Wissenschaft. Das ist natürlich nett. Bringt uns da, glaube ich, ein bisschen mehr als das Mädel. So, und hier haben wir jetzt die Karte. Die sieht auch sehr schön aus. Und wir müssen zur Groundbreaker. Ich würde noch mal eben hier... Willkommen auf der Systemkarte. Hier kannst du alle Planeten des Systems sehen und dazu noch ein paar relevantere Orte, die du für möglich entdeckt hast. Du kannst dein Schiff zu jedem freigeschalteten Ort fliegen, wobei manche Landeplätze besondere Codes und Schlüssel erfordern, bevor sie die Landung freigeben. Reise zwischen Planeten ist gefährlich. Angestellten wird empfohlen, lieber die sichere Route zwischen Wohnung und Arbeitsplatz zu genießen. Achso, genau. Ich wollte ja hier nochmal gucken. Tagebuch. Aufträge. Waffen aus der endlosen Leere. Gut, das, da haben wir nur Gerüchte. Wenn ich den jetzt, kriege ich dann hier was anderes angezeigt? Kriege ich hier gar nichts angezeigt. Okay, also da wissen wir scheinbar noch nicht, wo das ist. Gut, dann haben wir hier erstmal nur die freie Passage. Sprich mit Gladys auf der Groundbreaker. Und ich glaube, das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Heute war es mal eine Raumschiff-Folge. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.